Servus, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Subsistence mit Voucher und mit unserem Nameless. Es ist Februar. Ich hatte gestern noch einen Tag im Januar Offscreen machen können. Ich habe ganz vergessen, dass ich es in den Einstellungen noch aktiviert hatte auf 3 Tage. Hab ein bisschen Holz geholt, dass wir nicht ganz ohne Vorräte hier rumlaufen. Ich möchte, bevor wir heute ein bisschen rausgehen, ich habe das Gefühl, das Wetter wird gut. Möchte ich kurz noch ein bisschen was fertig bauen, was ich mir vorgestellt habe. Ihm geht's gut, der darf jetzt morgens ein bisschen raus, solange ich hier bin. Ist mittlerweile Level 5, ne? Level 5er Hühnchen haben wir jetzt schon. Ich werde aber den einfach aus Roleplay-Gründen, immer wenn ich gehe, und nachts werde ich ihn wieder reinmachen. So, da möchte ich auch ausbauen. Ich will auf jeden Fall ein zweites Hühnchen, das dritte Beet, und ich hätte gerne noch Glasscheiben und Deckenelemente gemacht, bevor wir heute überhaupt auf die Map gehen. Bevor wir auf die Map gehen, du sagst mir Bescheid, wenn ein Wolf kommt, haben wir ausgemacht, gell? Ansonsten viel Spaß beim Zweikampf, Diggerle. Und ich habe ein bisschen vorgekocht, also bevor wir gehen, können wir nachher essen. Das mache ich jetzt immer abends, so ein kleines bisschen, wenn ich dann Zeit habe, sodass wir das irgendwann hier drin einfach nur noch schöpfen müssen, ja? Jetzt pass auf, 2 Fensterscheiben sollten drin sein. Ich muss allerdings warten, bis das Wasser mal wieder so weit ist. Dann, weil ich hack's jetzt nicht auf. Ich warte bis Frühling und dann gehen wir tauchen, holen uns weitere Glaselemente ran, ne? Oben fehlen nämlich noch 2 Scheiben. Also pass auf. Wir machen als allererstes, und das haben wir uns auch verdient, 2 Scheiben. Das heißt 6 Glas, 2 Barren. 6 Glas, 2 Barren. Die haben wir hier, die haben wir hier. Und dann brauchten wir noch 2 von dem Metall und 2 Kleberlen. 2 Kleberlen, 2 Metallchen. Dann lassen wir die schon mal durchjagen. 1, 2. Dann möchte ich gerne diese Rundelemente 2 Stück bauen. Das heißt 6 Bretter, 16 Nägel. 6 Bretter, 16 Nägel. Nimm die mal komplett rüber. Und ein solches bräuchte ich dann auch noch. Das heißt, die Seile muss ich mit rübernehmen. Und ich mache das einfach mal so. Also 1, 2 und dieses. Dann wäre das schon mal erledigt. Wir fangen hier vorne an, die Decke reinzuziehen. Schön, ne? Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Das heißt, uns fehlen noch 2 Glasscheiben, vom Aufwerten ganz zu schweigen. Haraldle. Du hast alles, gell? Ja, ich kümmere mich doch um dich, mein Freund. Ach, das lasse ich ihm jetzt mal drin. Das nehmen wir hier raus. 2 Beete brauche ich noch. Und hier war für mich die Aufwertung, dass er seine Frau mal kriegt. Dann können wir zumindest die Eier auf die Frau schieben. Dafür brauche ich dann allerdings gleich nochmal 1 Metall und 4 Bepper. Ein Metall und 4 Bepperlen. Das nehme ich schon mal raus. Nehme ich auch schon mal raus. Dann mache ich hier gleiches Spiel. Zack. 4 Kleber. Ah ja, die haben wir noch. Und 1 Metall habe ich, glaube ich, durchlaufen lassen für die Geschichte heute. Bämschen. Bämschen. Ihr werdet sehen. Wir werden heute weit kommen. Erstmal die Scheiben, oder? So. Schawupp. Yeah, Baby. Und schawupp. Also, untenrum haben wir jetzt alle Scheiben drin, die ich drin haben wollte. 2 fehlen uns noch oben. Und was ich auch noch machen möchte, das sollten wir jetzt gleich angehen, sonst vergesse ich das wieder. Wir werden ganz kurz und bündig diese Solarschicht mal aufs Dach packen. Damit müsste ich eigentlich hinkommen, gell? Weil da ja die ganze Mittagssonne nicht gefangen wird, glaube ich. So. Also, die Sonne geht hier auf, zieht dann ihren Bogen hier. Das heißt, huch, ich würde sie gerne, da würde ich es gerne einfangen. Und zwar schon so, dass die Mittagssonne voll da ist, ne? Komm, wir machen es so hin. Erstmal. Wobei dann ich die Morgensonne nicht kriege. Wobei ich weiß nicht, was mal wichtiger ist. Wichtig ist, glaube ich, die Hauptzeit, dass da ein bisschen was geht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Windrad hier hochprobiere. Ich meine, es macht keinen Unterschied, habe ich gelesen. Wind ist Wind. Aber es würde natürlich klasse aussehen. So, statt ein Wetterhahn, weißt du? Ja, das geht auch, das habe ich nicht gewusst. Super. Perfekt. Wie sieht's hier aus? Oh, wir können ernten, Leute. Schawupp, Katzup. Was noch fertig? Die Baumwolle braucht nur ein bisschen, ne? Ja, aber ist doch okay. Dann ziehe ich jetzt hier Seeds ohne nachdenken. Samen ziehen.
Samen ziehen. Dann ist da schon mal wieder alles drin soweit. Perfekt. Und ich habe ja gesagt, ich mache dann immer Dünger rein, wenn ich sehe, dass wir es uns erlauben können. So, die Fehler, die sind gemacht. Jetzt muss ich halt in Zukunft hier innen durch. Aber das war ja auch das Ziel der ganzen Geschichte. Jetzt pass auf. Dann geht es hier weiter. Die erste Decke wird reingezogen. Perfekt. Huch. Jawohl. Und dann haben wir nämlich schon mal richtig was geschafft heute. So, und dann wird das auch wunderschön. Hier oben wird es dann ein bisschen gedrungener, aber das ist ja das Schlafzimmer. Das darf ruhig so ein bisschen gemütlich sein. Ich habe auch mittlerweile mal das Licht hochgehängt, damit das alles so ein bisschen seinen Platz findet, seinen festen. Das wäre dann hier zukünftig, falls wir mal hier oben irgendwie was brauchen. Falls wir mal wieder zurückgeschickt werden ins Bett. Also, und dann machen wir jetzt hier immer Stück für Stück weiter, bis die Decke schön zu ist, ja. Das war es jetzt aber auch, glaube ich, schon. Jetzt kommt noch die Aufwertung vom Böckschen draußen. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Wir haben Incoming von 0,6 bei 0,2 raus. 0,2 raus, warum? Warum 0,2 raus? Der müsste aus sein mittlerweile. Der Kühlschrank läuft, ne? Ist aber auch der Einzige. Im Moment läuft hier sonst nichts mehr. So, Mäusle, wo bist du denn? Ja, ist egal, wo er ist. Ich möchte dir gerne das hier kredenzen. Dann kriegst du noch 3 von den Metallstiftchen und dann haben wir's. Geil. Und dann gehen wir wieder on Tour. Wir brauchen noch mehr Nägel. Ich will die Decke so bald wie möglich fertig bekommen. Also, erlaubt dir die Haltung eines weiteren Kleintiers. Bämchen. Demnach haben wir jetzt die Möglichkeit, ein zweites Hühnchen. Ist das nicht der Wahnsinn? Natürlich frisst es dann auch mehr, aber wir sind ja dabei. Reicht es uns materialtechnisch, seid ihr da, schon das Beet zu bauen, das dritte? Was gemacht ist, ist gemacht, sage ich immer. Ich brauche 6 von den Metalldingern und noch 2 Bretter. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, natürlich darf ich nicht ohne heraldische Versorgung. Das spare ich mir jetzt erstmal. Die muss ich demnächst mal durchlaufen lassen, aber im Moment, weißt du. Dann haben wir bam, bam, bam. Kleine Tour erst und dann nachfüllen oder mache ich es mit Holz? Ich mache es mit Holz. Ich habe ja in der Offscreen-Nacht schon diese Dinger verbraucht, ne? Diese Fuel-Anzünder-Geschichten. Muss man immer gucken, dass man das nach und nach macht. Bämchen. Dann würde ich sagen, Bämchen. Dann würde ich sagen, die Samen hier raus. Wir brauchen natürlich auch Gemüse. Esse ich mal 1. Ich könnte übrigens auch, die waren es nicht. Ich könnte auch einen Honig essen. Der bringt sehr viel Gemüse. Den will ich mir aber irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich den ständig aufspare. Ich kann mir gut vorstellen, dass es daran liegt, dass die Bienen so krassinger waren. So, 100 Masse. Im Moment verfügen wir über 73. Ich kann natürlich jetzt, weil ich einen Stromüberschuss habe, mal die Kollege hier zuschalten, damit das hier sich auffängt. So. Okay. Bauen wir noch das Beet, bevor wir gehen, oder? 75. Lassen wir das ein bisschen aufticken. Und machen in der Zeit eine Mini-Runde. Dann essen wir nochmal ein Stück. Und dann ist gut. Dann können wir eine Tour. Ah, da kommen schon die nächsten Deckenelemente. Ich sehe sie schon innerlich vor mir. Mäuske, wie sieht's aus mit dem Level? Ja, er gibt alles. Er hat schon wieder ein halbes Level drauf. Ich bilde mir im Moment ein, der levelt, wenn er draußen rumläuft. Wer weiß, gegen welche Würmer der kämpft. So, lecker Wodler. So langsam nimmt die Base Form an, ne? Auch von der Schönheit her. Also es ist mal jetzt schon wichtig, dass wir die Decke da reinziehen. Und hey, 2 Glasscheiben, dann geht es langsam ans Aufwerten. Natürlich fehlen mir noch ein paar Elemente außenrum. Wir werden aber auch bald wieder große Loot-Touren machen. Das gibt ihm Harald. Das kriegt's Hühnle. Und natürlich braucht er bald eine Frau. Da kann aber auch sein, dass es Frühling wird. Im Moment bin ich vom Energielevel nicht so drauf hier im Winter. So, ich würde sagen, bis die Masse dann aufgetickt ist, gehen wir noch ganz kurz ins andere Eckchen rüber. Weil fleißig waren wir heute schon. Heute haben wir schon wieder was geschafft.
Nehmen wir noch die zwei Bäume. Das sind immer so meine Fastbäume, wo ich dann nochmal ganz kurz Feuer nachzünder, bevor ich gehe. Sind immer fünf Stück. Dubdubidu. Dubdubidubidubidu. Dann bringen wir die Beete gleich an den Start und dann fange ich jetzt endlich mal an, mir nicht immer so ein Düngerproblem zu machen. So, ich hoffe, wir finden heute nochmal ein bisschen Hagebutte für uns auch. Frierst du? Wird das heute wieder so ein minus 10 Grad Tag? Ist natürlich super. Aber. So, bevor ich dich dann nachher vergesse, mein Freund, du gehst rein. Dann habe ich gesagt, die bekommst du. Dann habe ich gesagt, möchte ich das Beet. Masse kann dann alleine nachticken. Und wenn ich jetzt mir das angucke, sind wir bei 0,4 in, weil die Maschinerie draußen läuft und weil die BKE an ist, ne? Sehr geil. Halt raus, runter und erstmal kurz hochgeschlabbert. Habe ich das Wasser schon wieder da reingemacht? Ich bin halt einfach ein Tier. So. Achso, ich muss jetzt innen drin. Das muss ich mir jetzt angewöhnen. Ich habe ja die Treppe außen abgeschraubert. Schubdub, ja, heute wird es ein kalter Tag, aber das kann ich jetzt nicht ändern. Frage: Diese Treppe hier aufs Dach, im Moment stört sie mich nicht. Wenn mal ein Angriff kommt, kann ich auch vom Dach aus agieren. Die Beete, die sortiere ich dann irgendwann, werde ich die nochmal anders hinstellen. Im Moment mache ich es jetzt erstmal so. So, siehst du. Oh, was sehen meine Äugchen? Ein kleines Schüppchen Baumwolle ist fertig geworden. So, da ist schon mal alles drin. Einer zu viel gezogen. Ey, viel zu wenig Baumwolle, Leute. Viel zu wenig Baumwolle. Aber alle Beete sind soweit voll. Das sehe ich schon richtig, ne? Das haben wir halt immer drei zum Gießen, aber das macht nichts. So, da kümmere ich mich jetzt auch nochmal drum. Und dann ist gut. Dann haue ich das Wasser nochmal oben rein und dann gehen wir los. Soweit wie wir halt heute kommen. Es wird nicht so ein Riesending sein. Also eins brauche ich schon mal von vorne weg selber. Der Kollege, der hat noch genug. Okay. Dann haue ich das oben in die Beete rein, fülle nochmal auf. Super. Sobald wie möglich dann die Glasscheiben richten. Da ist 90%, das reicht. 87 reicht. Die zwei mache ich hier. Das Problem ist, ich wollte mir nämlich eigentlich diese Schutzweste ja bauen. Ne? Die Schutzweste wollte ich mir eigentlich bauen. Da brauche ich aber 5 von den gefütterten Leder. Und für 5 gefütterte Leder brauche ich 15 Baumwolle. Und wir haben 6 und 3. Das reicht natürlich nicht. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, dann nehme ich die Hose. Brauche ich 12, reicht auch nicht, also da mache ich mir da jetzt auch keinen Kopf. Die rüber. So, haben wir soweit alles gerichtet. Ausbaumaßnahmen laufen. Wir könnten mal gucken, dass wir noch eine kleine Tour machen. Minus 8 Grad, das ist ja fast für uns kein Problem. Es gibt ja auch dieses, aber den nehme ich jetzt nicht. Machen wir jetzt keinen Stress, das wird schon hinhauen. So, dann haben wir das hier rüber. Dann mache ich hier noch ein letztes Mal den da. Jo, so wie wir es sind, so hauen wir jetzt ab. So, dann würde ich sagen, eins für uns. Gönnen wir uns zwei. Eiweißhaushalt ist ganz oben. Die letzte Butte. So, ist erledigt. Wir können los. Die haben ja jetzt alle Wasser, dann machen wir das jetzt gerade fertig und hauen einfach mal ab. So, Schnäuzerle, falls sich unterwegs zufällig was ergibt, bist du natürlich dran. Dann hole ich dir eine Frau, ansonsten wart's bis im Frühling. Werde mir bitte vorher nicht geil, junger Mann. So, wir gehen jetzt mal einen Weg, den wir schon ewig nicht mehr gehen. Ich darf nicht so weit weg, ne? Ist momentan noch die Kälte, die hier um sich greift. Paar Nägel will man finden. Wäre schon eine coole Sache. Dann haben wir nämlich die Chance, bald wieder Deckenelemente reinzuziehen.
So, wir laufen, bis wir bei 60 runtergetickert sind und dann gehe ich wieder hoch aufwärmen halt. Und dann ist ja jetzt auch bald Februar, ist ja bald vorbei, dann gehen wir Richtung März. Und ich würde sagen, dann sind wir auch wieder in der Safe Zone, was das Wetter angeht. Yeah, Baby! Yeah, Baby! Woo! Müssen wir Dietrich nachbauen, ne? Wow, schön! In dem Fall gehe ich nochmal kurz zurück, die Samen gleich einsetzen. Und ich habe hier nämlich. Ich muss mir das mal anders hinlegen. Weil offensichtlich greife ich jedes Mal drauf. Aber besser, Verband ist nicht so. Hey, jetzt haben wir den zweiten Tag, weißt du, wo wir so kalt haben, Leute. Es ist uns nicht vergönnt, Riesensprünge zu machen, aber da gibt es Schlimmeres. Ach, ich komme ja aber auch gern heim, muss ich sagen. Also da gibt es nichts. So, lass uns mal kurz hochgehen. Ich glaube, da war auch Baumwolle drin. Nee, ich habe ja schon alles eingesetzt. Brauche ich ein viertes Beet? Viertes Beet nicht. Habe ich überhaupt Baumwolle drin? Ich sehe nicht wirklich Baumwolle. Hier ist aber bald das Tomatenbeet komplett fertig. Und dann können wir wieder baumwollerig machen. Wichtig wäre, dass wir vor dem nächsten Raid in Anführungszeichen vielleicht die Chance haben noch auf die Schutzweste. Ne? So, du rüber. Die mache ich natürlich dazu. Das waren doch Baumwolle hier, gell? Ja, drei Stück. Dietrich-Kistchen. Boah, was sehen meine Äugchen? Wir haben wieder Kleber bekommen. Sehr, sehr stark. Nägel reicht auf jeden Fall. Können wir uns auch ranmachen dann. Morgen gibt es dann die nächsten drei Elemente. Das mache ich alles rüber. Dann haben wir die hier. Da muss ich gleich gucken, dass ich das mit dem Dietrich immer schön beibehalte. Hier haben wir auch nochmal zwei bekommen. Die drei Kupfer. Was kostet der Dietrich nochmal? 45 bei Out 02. Alles gut. 4, 2 und 18. Okay, da muss ich nochmal ran. Aber jetzt haben wir ja erstmal einen gefunden. Aufgewärmt Zimmer. Und weiter geht's. Raus auf die Map. Raus auf die Map. Oh, shitty. Ich überlege gerade, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir die Tour noch, bis wir runtergekühlt sind. Und dann würde ich einen Eisangler machen. Dann baue ich mir mal so ein neues Heilmittel schon. Das brauchen wir nämlich auch für den nächsten Raid. Holen wir uns noch einen Fischler raus oder zwei. Weißt du, für die Fischöl. Das machen wir, glaube ich. Ich habe eh schon lange nicht mehr gefischt. Da kann ich nämlich daheim angeln und brauche bloß rauslaufen zum Abziehen. Das machen wir. Gerade entschieden. Und dann gucke ich mal, dass ich den Tag morgen nochmal einen Offscreen-Tag einlege. Vielleicht sehen wir uns dann direkt schon mal im März. Das könnte. Es ist tot. Hätte ja sein können. Hinterherrennen wollte ich jetzt nicht. Dafür habe ich zu wenig Übersicht gerade. So. Ich kann sie mir ja zeigen, sagen, Diggele, das wäre fast deine Frau geworden. Nee, das ist eine fiese Nummer, das mache ich nicht. Ich habe ihn jetzt schon ins Herz geschlossen, Kollege. So. 55 müssen wir langsam ans Heimgehen denken, ne? Ey, so viel beweglicher sind wir jetzt dann aber umgerechnet ja dann doch nicht, ne? Bei der Kälte. Bei normalen Wintertagen geht's. Ist das ein Metall? Ne, ist der Arschlochfahren. Der Arschlochfahren, der Arschlochfahren. Da drüben wäre übrigens die Wildsau, die wir noch nicht haben. Die könnten wir jetzt von der Liste streichen, geschwind. Oder sie uns. Was hat denn so Wildsau eigentlich an 135? Das sind zwei Shotgun-Schuss, gell? Es sei denn, ich erwische sie einmal. Das war vielleicht jetzt arg mutig, dass ich da hinterher geschossen habe. Ich renne da jetzt nicht hinterher. Guck mal, wir haben so sowieso schon ganz viel Leben verloren. Nur für den Fall, dass es sich nochmal überlegt. Nix, wir gehen heim. Wir machen jetzt noch ein paar Fisch klar. Gibt es heute knackige Runde. Bauen wir uns gleich das Heilpackage nochmal auf und dann ist gut. Warum sollten wir uns verrückt machen? Wenn man so ein wunderschönes Zuhause hat wie wir, kann man auch einfach mal aussetzen. Ein bisschen Metall wäre natürlich schon noch cool gewesen, gell?
Also Erz tatsächlich, weil Subsistenz. Subsistenz. Was soll ich sagen? Du nicht, wir zwar beide. Ist aber leider kein Eisen, aber ist egal. Ich habe mich trotzdem gefreut drüber. So, ja, ich wollte dich nur ablenken, dass du länger draußen bleibst, wie du eigentlich kannst. Und das hat es mal wieder geschafft. So, jetzt aber. Schlimm, gell? Wenn man dann was sieht und dann hin und dann nochmal und dann geht's wieder knapp und ah. Huh! So. Natürlich oben alles auf. Man könnte jetzt meinen, ich glaube trotzdem, dass es keine Rolle spielt. Zwei Fensterscheiben kommen noch an. Pass auf. Ich brauche schon wieder Eiweiß, ist aber auch kein Problem. Ich esse eins. Lum lum li lum. Lum lum li lum li lum li lum 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 li lum. Dann machen wir hier schon mal klar. Perfekt. Dann haben wir die da und die da. Dann haben wir Schlachten. Ein Gemüse für mich. Das andere kriegt der Kollege morgen. Dann haben wir die da. Die. Die. Und. Die, wie weit ist denn der Ofen jetzt schon runtergesaust? Ja, das reicht noch. Das tue ich jetzt rein. Wie gesagt, ich koche in Zukunft in einer ruhigen Minute immer. Also, dann machen wir uns jetzt die Angel kurz klar. Ich würde sagen, drei Stück. Drei Sticks, drei Seile, drei Würmchen. Zack. Und Paringa. Perfekt. Perfekt. Da hoffe ich also, dass wir bald wieder Erze finden. Sobald das durch ist, geht es dann weiter mit Dietrich bauen. Dann brauchen wir zwei Glasscheiben, haben wir gesagt. Muss ich nochmal zwei Barren herstellen. Rest haben wir. Und die drei Glasscheiben muss ich halt irgendwie bauen. Und dafür brauchen wir erstmal 12 Glas. Und entsprechend nochmal vom Sandstein tauchen. Ja, das passt also alles. Sind wir recht gut aufgehoben. Die nächsten drei Deckenelemente würden mich kosten 6. Ne, es ist die Viertelse, die da brauchst du. 6 Seile, 30 und 12. 6 Seile. Komm her. Ich guck gerade. Machen wir noch welche. Wie gesagt, die Öfen heizt sich jetzt nochmal mit unserem Fuel-Ding. Ich mal gucken, ob das reicht. So, gemütliches abschließendes Angel-Feeling noch. Die Axt habe ich, glaube ich, mittlerweile schon auf Reserve drin. Reparieren kann man sie ja leider nicht. Zumindest geht es bei mir nicht. Bei manchen scheint es aber zu gehen, was ich gelesen habe. Bei mir gehen Werkzeuge nicht, nur Waffen und solche Geschichten. Jo. Habe ich noch irgendwas, was verkochen kann? Nee. Das lasse ich gerade durchlaufen. Die Angel ist klar. Die muss ich natürlich kurz rausholen. Und ich würde noch gerne mit euch kurz die Decke weiter reinziehen, dass wir mal sehen, wie kommt denn das? Die Angel hat keine Haltbarkeit, ne? Ist schon komisch. Okay, Angel ist da, die drei Köder sind da. Dann wäre als nächstes noch das hier zu bauen, während wir jetzt aber gleich schon mal angeln. Und ich muss die Sachen nachbauen. So. Angeln und ich mache da Rückwärtsgang rein. Ich höre ja das Flop, oder? Wobei ich kann hier stehen bleiben, es hat gerade minus 6 Grad nur. So. Eisangeln, eins der schönsten Geschichten, finde ich. So, und die Jäger, Banditen, wer auch immer, die kommen nicht zum Eisangeln. Also bei mir am See habe ich noch keinen gesehen. Jetzt ziehen wir noch die Decke rein nach dem Fisch. Und dann mache ich noch weiter, sodass wir morgen ein bisschen Fischöl haben für unser nächstes Röhrchen-Möhrchen. Ne, hier muss ich herstellen, damit wir uns das hier wieder bauen können. So ist es.
Und dann haben wir morgen wahrscheinlich, ich nehme an, dass ich morgen den Metz reinhaue hier, dass ich jetzt nochmal ein bisschen Holz und Nägel dann so besorge. Ich freue mich auf Frühling. Ich will die nächste Jägerbutze ausräumen. Und die schwarzen Stellen auf der Map endlich mal freilegen. Wir haben noch im südlich, südöstlich haben wir noch eine Stelle, da sind wir mal gespawnt nach einem Tod. Da ist noch alles schwarz, dass wir da mal vorbeilaufen, gucken. Okay, das dauert ein bisschen länger. Oh, er hatte gerade gezuckt, wie ich mich hier bewegt habe. Komm, zuck nochmal. Komm, zuck nochmal. So hätte es heute sein müssen, da wären wir weiter rausgegangen, ne? Na gut, da überlege ich tatsächlich immer, ob ich einen Schnitt mache, aber ab und zu kann man es ja mal wieder drin lassen, so wie jetzt. Oh, der zieht. Oh, der zieht. Es scheint was Großes. Boah, Alter, guck mal, wie es schnell rumgeht. Ist ein Hecht. Ist ein Hecht. Tatsächlich. Sehr witzig. Es ist ein Hecht. Es ist ein Hecht. So, von denen brauche ich noch zwei Stück. Fehlt da noch ein Brett, echt jetzt. Dann mache ich hier filetieren. Den packe ich dann heute Nacht raus. Die ersten zwei Öl haben wir schon mal. Ich würde sagen, bevor ich da irgendwas falsch mache, machen wir die gleich durch. So, erstes Röhrchen haben wir. Na? Beziehungsweise Stopp. Erst das hier, das wir fertig machen können für heute. Die nehme ich schon mal rüber, die brauche ich gleich. Du, du, wie du. Du, du, wie du. Doch, doch, ich brauche noch eins. Stimmt schon. So, einmal. Und Röhrchen Nummer 1. Den Rest mache ich dann nachher gleich fertig. So. Dann geht's hier weiter. Ach so, ja. Wie mache ich es denn von der Maserung? Am liebsten hätte ich es ja tatsächlich so hier quer in der Mitte längs und dann einfach mal gucken, ob das ein schönes Muster ergibt oder ob das Blödsinn ist. So. Ja, aber weißt du, das wird schon gut. Dann muss ich aber den hier eigentlich auch versetzen. Scheiße, jetzt hat es mein Monk schon gesehen. Kommen Sie einmal mit, meine Damen und Herren. Ach so, ja, das geht gar nicht, gell? Dass ich das hier auf ein anderes Muster mache. Ah nee, das geht nicht. Das geht leider nicht. Die Maserung kann ich da nicht neu einstellen. Ja, dann ist es egal. Ne, weil die geht längs und die geht quer, weil ich es ja so rumdrehen muss. Dann machen wir eventuell da noch längs. Passen wir es halt auf der Ebene an. Das ist auch nicht schlimm. Weißt du? Dass wir es dann so. Dann haben wir es hier längs und auf der Werkstattseite geht es dann quer. Dann passt es wieder. Gut, haben wir schön gemacht. Das heißt, ich gehe jetzt einmal noch die zwei Angelschnürchen durchhauen. Wir machen heute eine kürzere Runde. Ihr wisst ja Bescheid, im Winter ist manchmal einfach ein bisschen besser. Die zwei Sachen holen wir jetzt noch. Ich glaube, das eine da vorne dürfte ein Eisen gewesen sein. Und die nächsten Nägel kommen rein. Jawohl. Mein Ziel war aber eigentlich nach ihm zu gucken hier, ob es ihm gut geht. Soweit, ne? Hier kriegst du mal Wasser. Boah, morgen darf es wieder ein bisschen länger raus, wenn es dann wärmer wird. Und wir holen uns noch dieses Erz und dann ist gut. Sudele. Jawohl, dann kommen wir unserem Dietrich näher, weil den brauchen wir. Den paar rauchen wir. So. Ich bin nicht gestorben, ne? Dieser Zusatzbalken, wo das aufleveln sollen da unten, die gehen halt immer wieder zurück durchs Essen. Glaube ich, im Winter ist es härter, das Ding aufzubauen vom Gefühl. So, fertig jetzt. Geh mal rein. Ungemütliche Geschichte hier. So, alles klar. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen hier wieder sehen. Rechnet mal damit, dass ich uns hier aller Wahrscheinlichkeit nach dem März, den 1. März mache. Es sei denn,
Jetzt kommt nochmal ein Februartag, der wirklich schön ist oder so. Andernfalls gehen wir dann im März los. Ne? Alles klar, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.